Ja, hallo, lieben Christian Schemeyer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Lohnpsychologe und so weiter und so fort. Nächstes Jahr im Januar gehen die neuen Glückskurse und so weiter los. Wollte ich nochmal andeuten, guckt doch mal bei Instagram vorbei, da machen wir gerade einen Adventskalender. Ja, und heute haben wir, glaube ich, eine wichtige Frage. Gehöre ich als Bindungsängstlerin irgendwie zum schlechteren Datingpool? Kann ich selbst verstehen. Die Frage, schauen wir doch mal rein. Hallo Christian, ich habe kürzlich einen deiner Kurse gebucht, die Datingkurse, und lese zurzeit dein Buch, Der Liebescode. Ich mache mich auf den Weg, immer mehr wieder Mut, eine Wendung in mein Nicht-Beziehungsleben zu bekommen. Ich weiß, dass ich beziehungsängstlich bin und bin entschlossen, mich dem zu stellen. Ich bin reflektiert, offen und bekomme von meinem Umfeld durchaus die Rückmeldung, dass ich warmherzig bin. Nun höre und lese ich von dir und auch in den Podcasts von Steffi Stahl, dass ich zu der Kategorie Menschen gehöre, von dem er besser die Finger lässt. Das fühlt sich sehr schmerzlich an und verunsichert mich stark. Also alles ist relativ. Also je tiefer man eintaucht in die Materie, umso mehr wird alles relativ, und es sind die Wahlen, die wir treffen, und die Wahlen, die auch ein Mensch trifft, der dich jetzt datet, die sind eine Reflexion von unserem Inneren, so, ne? Also Verlustängstler finden gern Bindungsängstler, Bindungsängstler finden gern Verlustängstler und arbeiten sich dann aneinander ab. Und und ist immer die Frage, wie ist das Match, wenn du jetzt jemanden datest, der auch vorsichtig ist oder der auch nicht so eine intensive Beziehung möchte, kann es ja durchaus passen. Und man darf, glaube ich, bindungsängstlich nicht verwechseln mit manipulativ. Also klar, es gibt viele manipulative Menschen, die sind noch obendrein bindungsängstlich, aber nicht alle Bindungsängstler sind manipulativ. Das habe ich ja in meinem Modul 4, drösel ich das nochmal auf. Da gibt es so drei Typen, müssen wir jetzt nicht alles wieder runterbeten hier. Co-Abhängigkeit und Bindungsangst, könnt ihr auch mal reingucken. Auf jeden Fall, also wenn du sagst, ja, bin eher jemand, der braucht nicht so viel Nähe, möchte aber trotzdem Beziehungen haben, und ich habe die und die Themen und das geht in mir vor, dann kann es ja nicht toxisch werden, dann kann der andere sich darauf einstellen oder kann es lassen. Also es wird ja immer nur problematisch, wenn man so tut, als wenn man hier Rosamunde Pilcher führen will und Lovebombing, Fast Forwarding, Future Faking und die ganzen Sachen. Und dann Edge a Badge, ach, ich bin eigentlich total bindungsängstlich und ich habe deine Nummer schon gelöscht und das war schon wieder nach 3 Wochen. Das ist ja ein bisschen ethisch problematisch, sag ich mal. Aber wenn wir klar formulieren, wo wir gerade stehen und den anderen da abholen und uns da auf den Weg machen, da jemanden zu finden, der gut zu uns passt, da gibt es jetzt nicht eine Gruppe, die irgendwie besser oder schlechter ist als die andere. So, ne? Also klar, das Problem, denke, das kommt daher, weil halt meistens Leute, die so im Pluspol-Modus sind, sich Hilfe holen, und für die ist natürlich jemand, der jetzt sehr minuspolig unterwegs ist, ist unter Umständen nicht das Richtige. Aber ganz ehrlich, also ich würde mittlerweile sagen, ist eigentlich, also zumindest auf meinem Kanal, die meisten irgendwo Bindungsangst haben. Die einen haben halt aktive Bindungsangst, wie du vielleicht, und die anderen haben irgendwo eine passive Bindungsangst. Das merkt man ja immer, dass sobald, klar, dann bist du vielleicht zum Pluspol und datest immer, was weiß ich, was alles für Menschen, vielleicht Menschen wie dich, wo es einfach nur nicht gepasst hat, und vielleicht irgendwie Menschen, wo es manipulativ war, und dann kriegst du endlich jemand Nettes und dann stellst du auf einmal fest, ach du Scheiße, jetzt kriege ich ja Bindungsangst, das ist mir alles viel zu nah hier. Insofern würde ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber machen. Guck nicht nach links, guck nicht nach rechts. Also du guckst auf dich, versuchst, also du kannst natürlich empathisch nach links und rechts gucken, aber du guckst auf dich. Du arbeitest da, wo du dran arbeiten möchtest. Vielleicht möchtest du auch gar nicht so intensive Beziehungen führen. Du versuchst, das möglichst offen und ehrlich zu kommunizieren, und dann kann der andere damit machen, was er will, und dann ist doch alles gut. Mehr kann man von keinem verlangen, ne? Also lass dich da nicht verunsichern, geh weiter den Weg, und in meinem Programm sind 3 Kurse für Bindungsängstler nicht umsonst, weil es eigentlich fast die meisten betrifft. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Mach die fucking Kurse.